los, was genau rennt da schief? Machen wir möglicherweise nur Vergangenheitsbewältigung nach Vorschrift? Miniere in Nam und Helga Lazar über Gedenkrituale und fehlende Haltung. Alexander Baumann macht Politik, sein Werkzeug Kübel und Farbrolle. Eigentlich ist er Baumeister, nebenbei betreibt er ehrenamtlich die Beschmierungsambulanz. Hausverwaltungen können rassistische Schmierereien bei ihm melden, er behandelt gratis. Wenn die Politik zu lasch ist, dann braucht es eben Zivilcourage. Oh. 2007 habe ich selber lange an einer Beschmierung vorbeigefahren. Und da hat sich nichts getan. Und als Baumeister habe ich dann gesagt, diesen Luxus gönne ich mir, dass ich diese Beschmierung selber mache. Ich nehme die Zeit und einen Kübel voller Farbe und mache das selber weg. Haben Sie das vorher irgendwo gemeldet gehabt? Nein, ich habe das nirgends gemeldet. Ich habe es nur eigenartig gefunden, dass das wirklich über Monate an einer gut sichtlichen oder gut einsichtlichen Stelle war, wo sehr viele Leute vorbeigefahren sind. Diese Ignoranz hat mich wütend gemacht. Was tun gegen Ignoranz und Vergessen? Schüler der Hauptschule Mattighofen besuchen heute das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen. 2 Stunden dauert die Besichtigung. Ein Zivildiener wird über die Schrecken des Nationalsozialismus erzählen. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Konzentrationslager und einem Gefängnis? Nur damit wer eingesperrt ist in der Konzentrationslager, ist es so, dass die Leute dort vernichtet werden sollen. Wie können Schüler nachempfinden, dass in dieser gut gepflegten Gedenkstätte Morde Alltag waren? Unverständnis, Leugnung der Verbrechen und Übergriffe wie in Ebensee liegen nah beieinander und werden häufiger. Okay. Gerade in letzter Zeit muss man schon sagen, dass eine gewisse Freiheit in diesem Spektrum der Ideologien herrscht, dass teilweise auch solche Äußerungen und solche Vorgänge nicht in der Form verurteilt werden, öffentlich, wie es vielleicht sein sollte. Hier wird über die Vergangenheit geschwiegen. In der niederösterreichischen Gemeinde Tross haben in der Zeit des Zweiten Weltkriegs 40 jüdische Zwangsarbeiter gelebt. Die Bewohner des Ortes wollen sich aber nicht an die NS-Zeit erinnern, obwohl die Zwangsarbeiter überlebt haben. Zu groß ist die Angst, mit den Nazis in Verbindung gebracht zu werden. Da kann ich nichts dazu sagen. Nein, ich kenne die Geschichte nicht. Und daher wäre ich bewusst jetzt aus, weil bevor er einen Blödsinn sagt, trifft es mich. Der Historiker Robert Streibel wollte eine Gedenktafel für die überlebenden Juden anbringen. Die Gemeinde war dagegen. Streibel wurde kreativ. Ein Gedenkwanderweg erinnert jetzt an die damaligen Ereignisse. Dafür musste die Gemeinde nicht zustimmen, die Bundesforste haben es ermöglicht. Es ist halt so eine österreichische Lösung, nur keine Wellen schlagen, die Leute vielleicht anrennen lassen, die Zeit heilt alle Wunden und dann vergessen es vielleicht die Personen, dass sie da initiativ werden wollen. Manches Mal funktioniert diese österreichische Lösung, manches Mal funktioniert es halt nicht und es ist halt immer so die Gratwanderung zwischen Aufbegehren und Diplomatie. Diplomatische Worte und symbolische Gesten an Jahrestagen, so gedenkt das offizielle Österreich. Bei feierlichen Anlässen ist man sich der historischen Verantwortung Österreichs und seiner Bewohner durchaus bewusst. In den Tagen des Anschlusses gab es nicht nur den nach außen sichtbaren Jubel, sondern auch Entsetzen und Abscheu. Und vom ersten Tag an gab es Opfer und Täter. 70 Jahre sind seit dem Jahr 1938 vergangen. Und ich sehe mit gewisser Sorge, dass heute dem Gegeneinander mehr Raum als dem Miteinander gewidmet wird. Aber die Wirkung der Festsitzungen auf den politischen Alltag hält sich in Grenzen. Da wirkt noch die lange verfolgte Politik des Schweigens und Verdrängens nach. Und immer noch macht Österreich wegen der unbewältigten NS-Vergangenheit internationalen Schlagzeilen, beobachtet einer, der viel in der Welt herumkommt. Die Politiker tun sich nie schwer,
an Gedenktagen, bei Gedenkfeiern sehr eindeutig zu dieser Zeit, also zur nationalsozialistischen Zeit, Stellung zu nehmen. Vielleicht wäre es auch aus erzieherischen Gründen ganz gut gewesen, wenn die offizielle Politik im Land Oberösterreich oder auch im Bund aus Anlass dieser Ebenseer Vorfälle ganz konkret dazu Stellung genommen hätte. Denn es ist, glaube ich, für jeden viel leichter verständlich, wenn an einem Beispiel erklärt wird, wie furchtbar das ist, als bei allgemeinen Gedenkfeiern. Neonazi-Aufmärsche, antisemitische Schmierereien. In den letzten Jahren haben sich rassistische Aktionen gehäuft, ohne dass es darüber große Aufregung gegeben hätte. Waffenspiele im rechtsextremen Milieu oder einschlägige Gästen waren jedenfalls für Heinz-Christian Strache kein Hindernis für die Karriere als Parteiobmann oder Jugendidol. Rechtfertigungen als Lausbubenstreich oder Jugendsünde hat Tradition. Also ich will niemanden in Österreich aus irgendwelchen Dingen, die er in seiner Jugend gemacht hat, einen Strich drehen. Aber entscheidend ist das Bekenntnis zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit und der Ablehnung des Nationalsozialismus und seines Grauens heute. Wenn prominente Köpfe die alte Opferthese aufwärmen oder vergeben und vergessen predigen, dann regt das kaum jemanden auf. Meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt keinen Staat in Europa, der mehr Recht hat, sich als Opfer zu bezeichnen, als es Österreich gewesen ist. Seien wir vorsichtig, wenn wir Moralität ansetzen in Situationen, wo kein einziger von uns, meine Damen und Herren, weiß, wie er selbst gehandelt hätte. Seien wir auch mit den Tätern nachsichtig, seien wir christlich und versuchen Vergebung. Und wenn einer wie Martin Graf vom Burschenschafterumzug schnurstracks auf den Platz des dritten Nationalratspräsidenten marschiert, dann gilt das als Teil der österreichischen Realverfassung. Vielleicht ist es die nachlässige Nachsicht auf den höheren Rängen der Politik, die auch jugendlichen Übergriffe und Provokationen harmlos erscheinen lässt. Also leider muss ich sagen, dass es dem Image Österreichs wirklich schadet. Wir liegen wirtschaftlich sehr gut, wir sind als freundliches, als erfolgreiches Land bekannt, aber diese Dinge sind leider Nachrichten, abgesehen davon, dass sie furchtbar sind, sind leider Nachrichten, die in der Weltpresse, wie man so schön sagt, ihren Eingang finden. Und ich glaube, wir in Österreich müssen das sehr, sehr ernst nehmen, denn offensichtlich haben wir in unserem ganzen Geschichtsunterricht, in unserem ganzen Geschichtsbewusstsein in der Jugend eine, ich möchte das vielleicht nennen, Verniedlichungsstrategie betrieben. Was läuft falsch in der Vergangenheitsbewältigung in Österreich, obwohl zehntausende Schüler an die Orte des Grauens gebracht werden? Die politische Bildung müsse intensiviert werden, lautet der übliche Appell. Doch auch die engagiertesten Lehrer und Lehrerinnen stoßen an ihre Grenzen. Es gibt Schüler, so wie man da wahrscheinlich auch sieht, die das interessiert, die das genauso sehen, wie es gedacht ist, die so viel wie möglich mitnehmen, und es gibt Schüler, an denen das vorbeigeht. Das ist Realität und zu dem kann ich genauso gut stehen, weil ich mir denke, wir versuchen unser Bestes, ich gebe mein Bestes, und es wird immer welche geben, für die das nicht nachvollziehbar ist, für die das einfach ein Wissensstoff ist und nicht was, was ich für meine Entwicklung irgendwie mitnehme. Und jene, die für sich etwas mitnehmen von hier, die haben erstaunlich viel gelernt über die Macht von Demagogie und Propaganda, einst und heute. Ich kann mir vorstellen, allerdings glaube ich, dass die Leute damals einfach viel zu wenig darüber gewusst haben. Und ich glaube, dass mit dem Wissensstand, dem was wir heute haben, passiert es nicht mehr so leicht, aber es wäre wohl möglich. Warum glaubst du, dass es möglich wäre? Man kann, wenn man gut reden kann, so ziemlich alles erreichen, was man möchte. Die historischen Fakten sind klar. Gefragt sind Überzeugungskraft, Engagement und Zivilcourage. Voraussichtlich am 8. Juli wird im Nationalrat eine beeindruckende Frau angelobt.